aus Farben und einem Crescendo der Vorfreude begrüßen die Eiskunstlauf-Enthusiasten im Erika-Hesse-Eisstadion zum SCC-Pokal, dem Höhepunkt einer langen Saison voller Training und unermüdlicher Hingabe. Es war auch für manche der erste Wettkampf. Und sie waren sehr aufgeregt vorher, haben es super gemeistert. Hier versammeln sich nicht nur Kader-, Hobby- und Breitensportler, sondern auch Geschwisterpaare, um ihre gemeinsame Leidenschaft zu zelebrieren. Unter ihnen ragt Liva Hertel heraus, eine Eiskunstläuferin, die großes Talent verkörpert. Vom Kita-Eiskunstlaufen bis zum Auftritt beim SCC-Pokal hat Liva eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen. Ich finde, sie war sehr, sehr tapfer. Und sie hat auch den Axel heute das erste Mal in der Kür gemacht und auch gestanden. Und ich bin sehr, sehr stolz auf sie. Inmitten des glitzernden Eises erfüllt Lara Donnelly an ihrem Geburtstag den Raum mit Anmut und Entschlossenheit. Ihr größter Wunsch an diesem besonderen Tag? Der erste Platz. Während sie ihre fesselnde Performance präsentiert, folgt ihr Vereinskamerad Matthäus Grünwald mit einem ebenso beeindruckenden Auftritt. Gemeinsam sichern sie sich den ersten Platz und Matthäus bringt auf den Punkt, warum der Vereinswettbewerb so besonders ist. Weil man seine Kür laufen kann. Mit einem Feuer in den Augen und einem unbeugsamen Willen betritt Livia Eckenschwiller vom Berliner Sportverein 1892 die eisige Bühne des SCC-Pokals. In ihrem zarten Alter strahlt sie die Souveränität eines erfahrenen Profis aus. Ihre Darbietung ist eine meisterhafte Verschmelzung aus technischer Brillanz und beeindruckenden Elementen, die weit über ihr Alter hinausreichen. Mit dieser Performance markiert sie das Ende einer weiteren unvergesslichen SCC-Veranstaltung, die die unerschütterliche Leidenschaft der Eiskunstläuferinnen und Läufer auf eindrucksvolle Weise zeigt.